Moin Leute, Sonntag, der 8. August. Im letzten Video hatte ich schon gesagt, dass es ja eventuell jetzt kommende Woche stabiles hochkommen soll. Jetzt haben sie den Regen für Dienstag wieder weggenommen. Jetzt ist erstmal die ganze Woche trocken in der Vorhersage dran. Deswegen haben wir heute früh entschieden, dass wir jetzt einen zweiten Schnitt noch machen, den letzten, was noch steht. Und deswegen geht es nur los heute. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5. 5 Wiesen, glaube ich, müssen die 6. sein, gemäht und ja, so, letzte, zweite Schnitt, also wir haben Stellen, weiß ich wie gesagt, das ist jetzt auch gut, aber ich habe jetzt noch mal Stellen gehabt, wo es noch mehr stand, aber Stellen gehabt, wo so die nassen, die richtig nassen Stellen sind, dort stand stellenweise gar nicht, da war richtig die Grasnarbe weg und braun vom Wasser, das war so eine Stelle, wo es überschwemmt war vom Fluss. Bach, was weiß ich, was man dazu sagt. Das ist es wahrscheinlich nicht, Bach eher. So groß war es ja nicht. Aber so, da ist wieder jetzt die nassen Stellen, die siehst du, die haben die Masse dann erbraucht, wie es sein soll. Aber so ist in Ordnung. Der Vater ist da drüben schon mit dem Wender wieder aktiv, dass wir das gleich breit bringen. Dass das gleich heute schon anfangen kann mit Welken. Genau, so, das ist die Fläche jetzt hier zu mähen. Dann habe ich noch 1, 2, 3, 4 Stellen noch. Das sind 910 Wiesen im Ganzen. Müssten es sein. So, wir wollen mal nicht erstmal runter machen. Lenken aktiv und dann schrabbeln wir hier weiter. Ja, also ich ziehe heute erst noch meine Bahn noch zum Sonntag und mal sehen, vielleicht die Sorgen bleibt, Wind geht heute gut, das vielleicht mal eventuell mal Richtung morgen, damit wir vielleicht wieder mit Dreschen anvisieren können, dass es mal endlich weitergeht. Schauen wir mal, ich mähe heute erst mal und dann morgen nochmal weiter. Montag, der 9. August, heute geht es ans Wendenheben wieder weiter, erst mal heute Vormittag. Der Vater wird mit dem Akku bis 60 wenden, ne? Weil der Akku bis 14 immer noch nicht läuft. Weil das Teil bei 13 sich nicht liefert, weiß das Lager ja, und ist irgendwie an der Narbe irgendwas eingelaufen, keine Ahnung. Das muss irgendwie unten neu bestellt werden. Und schon die Kamera wieder weg. Da habe ich jetzt bei einem anderen Deutschhändler angefragt, der das da liegt, der das geschickt hat, sollte gerade da sein. Nur. Ist aber irgendwie in der Paketstation liegen geblieben, die haben das verbeutet. So prima, da kommt das nur erst morgen. Da läuft der Acker bis 14 erst morgen wieder. Hat mich heute früh ganz toll drüber gefreut. Da bringt der Montag früh gleich mit an die Woche hoch. Super. Aber naja, doch der Händler hat schon gekümmert, der kann nur nicht dafür, dass, wenn es die Paketdienste wieder verbeutet haben, dass das nicht kommt. Aber trotzdem ärgerlich, wie gesagt, weil da haben wir eigentlich zu wenden mit dem Akku bis 6 mit Leckgeräten ist nicht so schön. Und wegen Sprungdrücken und Fahrkomfort und alles ist scheiße, aber wo es heute nur so gehen, kann ich schon nicht ändern. Ich bin jetzt auch mit dem Motor 5er hier in dem Wender. Und ich habe jetzt schon etliche Stellen durchgewendet, es ist schon gut abgezogen. Noch kommt da noch grün raus, aber unten trotzdem ist schon ganz gut. Das sieht schon gut aus. Das passt für den Tag. So, das ist die Frage, wie das Wetter weitergeht. Laut Wetter-App soll es eigentlich trocken bleiben. Hallo, so. Und laut Radiowetterbericht, sagen wir jetzt heute morgen nachmittags Wetter an. Mal gucken, wahrscheinlich wieder, wo es hinkommt, wissen Sie nicht. Aber wie gesagt, wir klären jetzt erstmal das Zeug hier durch, dass das weiter trocknen kann. Und dann
vielleicht eventuell heute sprechen, mal sehen. Wir waren gestern Abend nochmal messen, die Radikale 16%. Geht in die richtige Richtung. So, jetzt noch heute Vormittag ist schon wieder keine Sonne bis jetzt da. So richtig, heute früh war es gut, aber dann hat es zuziehen wieder. Ja, müssen wir mal sehen. Heute Vormittag habe ich auf alle Fälle nochmal mit Wänden zu tun. Ich würde mich dann irgendwie später melden. Sag mal, vielleicht geht es eventuell heute Strom pressen. Vorne hat gestern das Strom alles mit durchgewendet, was jetzt noch liegt. Das mache ich gleich noch Strom wegbringen, mal schauen. So Leute, ich war vor uns gerade messen. 14.6. War gemessener Sommergast jetzt. Und ja, sagt immer 1-2% ist mehr am Drescher dann. Deswegen wird jetzt noch ein bisschen. Ich fahr, mache jetzt schnell die Presse sauber. Weil die Röder ganz schön eingetreckt ist, so wie gesagt, da soll ja eventuell auch noch Strom gepresst werden. Und mache jetzt erstmal schnell sauber und dann fahre ich dann nochmal messen, dann gucken wir mal, ob es gleich dann geht. Schauen wir mal, ich mache mir erstmal Presse sauber. Leute, Presse sauber, vor allem ist gut, dass man das so macht, da sieht man nämlich immer was. Da ist nämlich was gewandert, was nicht wandern sollte. Das ist der Bolzen von der Klappe. Da ist nämlich hier eine Sicherungsschraube drin. So. Da muss ich nämlich dann ein kleines Schräubchen reinmachen wieder, dass das gesichert ist. Und wenn man da nicht mal guckt, sieht man das nämlich nicht so. Gut, wieder was. Der Vorder ist jetzt messen gefahren nochmal. Ich mache jetzt die Schraube rein, dann hole ich mir die Fettpresse und schmiere ich noch ab erstmal. Dann wird schon ein bisschen wegen Stroh pressen. Der Vorder ist jetzt, habe ich das vorhin gesagt, weiß ich gar nicht. Der war jetzt Strohschwaden eben, der hat das ja gestern Brett gewinnt, hatte ich erzählt. Vor uns ist geschwadet, jetzt lassen wir es noch ein bisschen ziehen, eine Stunde. Und dann gehe ich ins Stroh, aber ich sage, ich will erstmal die Presse noch die Schraube machen, abschmieren, aufräumen, also den Vorkupfschlag wieder aufräumen. Hatte ich am Traktor angesteckt, dass ich erst mal Presse ausschleppen muss, deswegen lief der Traktor. Genau, und dann geht langsam mit Strohpressen los. Der Vorder, wenn es dreschen geht, kümmert er sich erstmal drum. Wir machen erstmal heute bei uns hier daheim über der Straße die Sommergerste probieren, weil die eben auch ja da liegt. Da fängt nur an, vom Kartoffeln durchzuwachsen schon, weil dort ja vor 2 Jahren, 3 Jahren, letzter war Weizen, vorletzter war Kartoffeln, so, also vor 2 Jahren, oder 3 Jahren, weiß ich nicht, wurden Kartoffeln. Lassen wir mal, dass mal was kommt noch. Genau. Das soll der Plan, dann bis später.
So Leute, den ersten Teil Strom habe ich jetzt gepresst, war noch nicht viel, den waren Spallen. Und also ich war jetzt drüben, zeige ich gleich nochmal das letzte Stück gemacht, das denn hier auf der Tritikale von letzter Woche habe ich jetzt nur das Vorgewände gepresst, dass das trocken ist. Also das war jetzt trocken, deswegen haben wir es gepresst, wie gesagt, das war ja schon angematscht, deswegen war das relativ nass. Und die zwei letzten Stücken hat er vorher ja auch nicht gewendet, die lassen wir aber heute liegen, die fassen wir nicht an, weil das hier noch HD-Ballen aus dem Stroh gemacht werden sollen. Schaffen wir aber heute nicht alles. So, der Drescher ist dann vor uns gekommen. Der hat eine Handprobe 14.2 in der Tritikale gemacht. Dann machen wir heute erstmal Tritikale Dreschen weiter. Gehen wir uns schon vorne jetzt erstmal drum. Ich mache jetzt erstmal hier Strohpressen. Ich habe jetzt noch das vom Wetzen im größten Stücke, das die vordere abdehe. Und dann stoße ich zum Dreschen dazu. Ja, wie gesagt, hier drüben das kleine Stücke. Der Hektar. Eine Rolle, die hat es mir zerflattert, die. Aber fragt mich nicht warum. Da hätte das Netz mehrere Rollen, wo das Netz drum geführt wird bei der Presse, und da hat es das um das eine drum gewickelt, die so zwei Drittel von der Breite. Habe ich abgeschnitten, freigemacht, wie gesagt, jetzt geht es wieder. Das habe ich schon nie gehabt bei meiner Presse. Keine Ahnung, jetzt hat es durch den Wind irgendwie ein bisschen komisch hochgewedelt, das Netz, dass das irgendwie komisch hinkt oder was, keine Ahnung. Egal, ich ziehe weiter, ich würde irgendwie jetzt drüben beim Showpressen ein paar Aufnahmen für euch machen, mal sehen, wo ich es hinklemme, und dann sehen wir uns beim Dreschen. So Leute, erster Zug habe ich schon weggeschafft, ich habe vorhin bloß mit Film nicht geschafft, und 13 Tonnen waren das. Sorgt jetzt selber noch hier, okay, der vordere Hänger müsste jetzt voll werden, der hintere Hänger ist jetzt noch leer, mal sehen, der Zug noch voll wird da. Schauen wir mal, aber zumindest geht es erstmal voran, und ja, wir lassen uns mal überraschen, was zusammenkommt am Ende. Aber zu üppig wird es ja auch nicht abzusehen.
Und Feuchte war jetzt 14,9. Sagt, wir hatten Handprobe, hatten wir 14,6 gemacht. Und naja, wie gesagt, stellenweise, wo es liegt, ist eben nicht so schön. Da, aber wie gesagt, was ist? Warten, das fängt ja nur an, eben mächtig durchzuwachsen auf die Lagerstellen. Wenn ja, zwei Drittel stehen hier, ungefähr ein Drittel liegt im Bestand, aber so sieht es erstmal aus. Sagt da. Aber ist wieder was weg. Wie gesagt, morgen ist jetzt erstmal Schlechtwetter gemeldet, wie es klingt. Morgen Nachmittag Regen und morgen bewölkt die Sonne, wie sie jetzt so melden. Wir schauen mal. Und naja, dass wir wieder was weg haben. Wie gesagt, schon habe ich alles gepresst. Das waren nochmal, lass mich überlegen, 8 Schrollen oder 9 Schrollen. Sowas in der Richtung. Ich weiß es gerade gar nicht, 8 oder 9, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und das ist auch schon wieder weg, bis auf die zwei Lehnstücken für die HD-Ballen eben. Ja, sagt, das ist ja auch Tridikale, der Streifen so gut wie erledigt. Ich hoffe, dass er das noch schafft jetzt, weil also du merkst, also man merkt, da ist hier, also das zieht jetzt schon an, es ist jetzt 7:30. Das zieht an, merkst, es wird schon frische Luft, also lange geht es nicht mehr. Wir gucken, ob er schafft, das noch runterzubringen. Geht natürlich beschissen, aber stellenweise liegt oder bringt es nicht so fertig, wie wenn er hier durchweg gerade Bestand, also wenn der Bestand steht und du durchziehen kannst, aber ist eben so. Aber so läuft's. Erstmal, wie gesagt, da wäre Menschen das heute schon mal weg. Drüben. Hui, natürlich mal kurz kennen. Drüben die Tridikale haben heute gar nicht berührt den Hektar hier. Das muss irgendwann die Woche aber auch noch mit auf alle Fälle fallen. Das wäre gar nicht trocken gewesen. Wie gesagt, das war fast trocken, aber wie gesagt, ich kann immer ewig warten. Die melden zwar jetzt nur eventuell die zweite Wochenhälfte noch mal über 30 Grad, aber mal sehen, ob das so stimmt. Wie gesagt, wir haben ja auch noch Krumm liegen, das muss gemacht werden, das Stroh, das muss gepresst werden. Also Arbeit ist für warmes Wetter genug noch. Ne? Sommergerste muss noch weg, dann die 7 Hektar. Und der Hafer, der braucht noch, also der wird die Woche auf keinen Fall. Wenn das jetzt vielleicht zwei ist, wird vielleicht seine nächste Woche mal sehen, wie er abreift dann noch oder weiter trocknet, mal sehen. Wir gucken mal. So, ich schaffe dann erstmal weg und ich melde mich dann nochmal. So Leute, Getreide weggeschafft für die Kalle. Und da war noch nicht voll, wo der ausgekommen hat, da habe ich noch gewartet. Und da hat es 6 Hektar so runter jetzt. Hat passt, ging gerade so noch drauf. Und ich habe jetzt mal grob überschlagen, weil die 6 Hektar Tridikale sind wir, also wirklich grob überschlagen, da habe ich ungefähr 4,5 Tonnen Ertrag pro Hektar erzielt. Schwach. Wie gesagt, die andere war, die letzte Woche, die wir getroffen haben, die war 6,5 Tonnen wünschen. Das war noch in Ordnung, aber 4,5 Tonnen ist ja noch nicht viel. Wie gesagt, bis 7-8 Tonnen in guten Jahren bei der Tridikale. Ja, wie gesagt, Feuchte war jetzt 14,7. War ein kleines bisschen trocken, aber wie gesagt, es war jetzt so gut, dass es runter war. Der fing jetzt, der war um 8 Uhr dann fertig. War dann ganz schön, hat er ganz schön gewürzt schon der Drescher, weil es schon wieder anziehen da, der Tau kam. Ist ja nur gleich schon jetzt um 9 Uhr abends. Ist gleich dunkel, ja, also wie gesagt, die Zeit, dass es lange abends geht, ist meistens im August dann schon vorbei. So. Kommt drauf an, wie das Wetter, wenn es noch mal richtig ist, weil da geht es dann abends noch mal länger, aber wie gesagt, so wie im Juli noch ist es dann auch nicht mehr. Genau, so. Das soll es für heute gewesen sein, und dann werden wir uns morgen mal gucken, wie morgen was alles ansteht, kommt das Wetter drauf an, werden wir sehen, melde ich mich dann morgen. Dienstag, der 10. August. Ja, heute Vormittag war ich, also Vormittag habe ich am Vormittag im Lohen Flügen noch was, eine Ecke. Das werden es gewesen sein, 4 Hektar, 5 Hektar. Naja, 4 Hektar schätze ich mal, so werden es gewesen sein. Und dann haben wir nach dem Mittag zwei Zeilen Kartoffeln rausgemacht wieder. Katastrophe. Der Bunker war ziemlich voll, aber zur Hälfte war mindestens Erdklumpen Dreck. Die ist schon ganz schlimm. Wie gesagt, wir machen ja schon lange Kartoffeln, auch auf dem Stück schon lange, viele Jahre Kartoffeln, aber sowas haben wir auf dem Stück nicht erlebt. Ich glaube, das ist ein bisschen stellweise lehmischer Standort, aber das kommt mal vor, dass dort Lumpen mehr sind, aber sowas, ne, haben wir
ich noch nie erlebt, der Vater sagt, oh, noch nie erlebt. Also, und von der Menge her ganz schlecht. Also, wir hatten jetzt auf der unteren Hälfte nur ein bisschen Schwerwetterboden. Ganz schlechter Ertragung. Kommen so gut wie keine Kartoffeln oder nicht viele, sagen wir mal. Kannst du vergessen. Und naja, wie gesagt, die zwei Zeilen rausgemacht und dann haben wir noch angefangen zu sortieren, die zwei Bunker. Und dann war der Nachmittag rum. Jetzt abends fahren wir jetzt noch ein paar Rollen Stroh auf der Dedikale auf dem Grundstück, was schon waren, gepresst war. Da vorne ist mit dem Akku plus 14 und dem anderen Hänger noch unterwegs hier. Und ich mit 105er eben, wir fahren jetzt die Rundballen erstmal leer, dass wir das Dedikalstück heute noch leer bringen. Dass es dann jetzt mal zeitnah noch der Stoppelstoß hier erfolgen kann, weil ja hier dann der Raps hin soll. Der müsste ja theoretisch dann nächste Woche auch schon passieren mit Miststreuen und Pflügen. Mal sehen, aber zumindest habe ich da immer das Unkraut hier, wie gesagt, die sind auch Gräser stellenweise. Ja, und wie gesagt, das ist Ausfallgetreide, ich keime das keimt schon stellenweise ganz gut hier, wie ist der hier so, wie wird das hier so. Ja, genau. Das war heute mein Tag gewesen bis jetzt. Und wie gesagt, wir wollen jetzt noch das Stroh versuchen, die Fläche immer zu beräumen heute. Dreschen haben wir heute mit Mille probiert jetzt erstmal. Wir hatten die Nacht ein bisschen Regen, zum Mittag hat es mal kurz geregnet und wie gesagt, die Sommergerste ist nicht ganz, ganz eilig. Die wird, denke ich, die Woche noch fallen. Und der knappe Hektar Tritikale, der muss dann auch die Woche noch fallen, aber der liegt eben, da soll das ruhig noch ein bisschen abziehen. Na? Genau, also ich mache das halt erstmal, ich melde mich dann morgen wieder. Mittwoch, der 11. August. Wir haben gestern, wie gesagt, die Pelikalfläche noch beräumt. Hier drüben das kleine letzte Stück ist noch beräumt worden. Das ist jetzt alles in der Feime drin. Die Feime ist jetzt aber abgeschlossen an sich. Mal sehen, vielleicht machen wir noch einen Hänger dran, aber erstmal sagt, das ist noch groß genug. Die andere machen wir jetzt dort drüben wieder, wie wir sonst auch haben. Was jetzt dort drüben noch vom Weizen liegt und also was schon gepresst ist, dann kommt ja wohl von der Dedikale der Stroh noch mit dazu. Und aber wie gesagt, war gut, dass wir gestern noch was gemacht haben. Wir haben nämlich nachts schon wieder Gewitter gehabt, um 10 Uhr gestern Abend. Das ist zum Kotzen. War eigentlich gar nicht gemeldet, aber ne, wie sie haben, wenn wir uns die Gewitter wissen, sind nicht, aber der Wetterbericht kann sich sowieso nicht ausstecken da. Stimmt sowieso nicht, die wissen es nicht. Und ja, das Stroh liegt auch noch wie es liegt, das machen wir heute da auch wieder nicht. Dass man hier mal was macht, Taschen wird er heute auch wieder nicht. Das ist zum Kotzen. Es geht nicht voran, jeden Tag irgendwie was regen. Naja, kommt hat mir ja gestern nur nie gewendet, weil sie ja schon dachten, dass es Mittag regnen sollte. Da hatten sie ja angesagt, dass man das war nicht viel, hätte trotzdem wenden können, aber ne, kommen wir nach vorne erst bewölkt. So, und dann werde ich jetzt erstmal schnell noch die Weide mulchen, deswegen habe ich einen Mulcher dran. Noch eine kleine Ecke vorne, wo die Rinder wieder fast schon mit Weiden. Und dann geht es erstmal wieder ans Grundwenden. Naja, mal schauen. Und dann theoretisch wird ja heute nichts weniger Stroh noch dreschen werden. Dann werde ich mal anfangen mit Stoppelsturz, dass das weitergeht hier. Das sind die kahle Stücke, wie gesagt, wegen Raps, dass das schon mal gestört wird. Dass wir dort noch mal ein bisschen die Gräser beseitigen und dass wir dann nächste Woche dann dort Mist streuen können und das dann gepflügt werden kann. Ja, das ist auch die andere Fläche, da liegt ja nur noch Stroh drauf, wenn über die Tritikale wartet, da wo der Raps dann hinkommt. Genau, die Biene steht hier, dann bleiben wir draußen stehen jetzt. Flühstreifen nochmal, doch, der ist halt gut entwickelt, der wird aber jetzt, wenn wir jetzt das abmulchen, da ist, wie gesagt, hier selber so eine Stelle, da ist es irgendwie gerade, das wird irgendwie jetzt schon schlimmer mit dem Nachtschatten. Der wächst jetzt schon schlimmer. Wir werden wahrscheinlich auch mal so werden müssen, dass wir die. Wir haben ja eigentlich hier, sag ich mal, auf die Felder hier, da auf dem Bereich, machen wir mit den Kartoffeln die Fruchtfolge und dann auf die restlichen Stücke mit dem Raps. Dass wir das mal tauschen werden, dass die Kartoffeln woanders hin, immer mit hinkommen und dafür Raps mal dann hierher wieder. Wahrscheinlich, weil der Nachtschatten ist ja der Kartoffel relativ ähnlich von der Pflanze, her, deswegen wirkt das Spritzmittel da nicht. Und so, das Kraut ist nur über dem Berg. Deswegen soll das nur abgemulcht werden.
Bevor du gestern noch angefangen mit Mulchen, da ist erstmal wieder super, hat so ein Stein in die Scheibe, in die Türen eingeschossen beim Deutz, da ist die, beim Agro Plus 60 die Scheibe zerschossen, prima. Und naja, der hat ganz schön zu hören, dass der Agro Plus 60 mit dem Mulcher, deswegen hat er dann erst gewaffen, weil er heiß war. Und muss er heute wieder weitermachen, nur Stück für Stück, jetzt die, das ist jetzt mal die nächsten zwei Tage, drei Tage, dass wir runterbringen hier. Also kannst du ja mit dem anderen Traktor reinfahren wegen der Pflegeberechnung. Da müssen wir mit dem Akku Plus 60 machen. Akku Plus 410 läuft auch wieder. Hab ich dir gestern auch nicht gesagt. Nur die waren gestern da. Haben das Teil, haben das hier zusammengebaut. Der war noch nicht gekommen. Der läuft erstmal wieder. Bin ich ja mal gespannt auf die Rechnung. Weil sie sozusagen die haben die Radlager neu gemacht. Und die waren schon was eingelaufen an der Radnabe. Wegen Sachen wie diese Trommel, wo das Planetengetriebe so drin sitzt. Das wurde, musste noch mit neu gemacht werden. Ja, es wird wieder bestimmt eine schöne Rechnung werden. Naja, mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Und ich muss noch mal tendenziell mit dem Händler noch mal reden, ob wir da gleich noch mal, also jetzt gleich näher, aber dann so Richtung Herbst, Winter, gleich mal die andere Seite noch mal aufmachen und gucken, ob die Götter sind, dass dort unter das Lager hingeht und am Ende das ganze Gehäuse neu gemacht werden muss. Ja, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so für den Frontladerbetrieb ausgelegt, die Achse. Weil beim Agro Plus 60 ist wie gesagt nicht, aber die so ein bisschen anders aufgebaut auf die Achse. Da, naja, mal schauen. So, Leute, wir haben hier gerodet, gestern die zweite Zeile und dann dort drüben hier hinten eine. So, das hatte ich gestern nicht beschissen gemacht, weil das frisch abgemulcht war. Wenn das dann eine Woche abgemulcht ist, ist das dann anders verreckt, dann kommt die Kombine auch besser mit den Krautmengen klar, wenn das ein bisschen schon. Aber ich sag, das Schlimmste war, also das Kraut war nicht so schlimm, das Schlimmste war der Dreck. Der geht lumpen. Aber wie gesagt, das ist eben so. Müssen wir mal schauen, wie es zur Ernte wird. Vielleicht wird es ein bisschen besser noch. Genau. Genug gesabbelt jetzt wieder. Ich mache jetzt erstmal das Mulch und dann melde ich mich beim Wenden nochmal. So, wir gucken mal jetzt beim Krumpen mal wie gesagt mit. Also na, es ist schon wieder ganz schön auf Null, also auf Null gesetzt ohne, aber das ist eben, war jetzt schon mal fast vorm Regen eigentlich trockener. Im Gesamten wie jetzt. Es ist noch von der Qualität. Riechen tut es noch in Ordnung. Sagt es noch nicht. Also wir sind noch im Bereich, wo es geht mit dem Niederschlag, wo es noch nicht so viel Schaden macht. Aber ja, wie gesagt, das war hier was ein bisschen älteres, das ist schon, gesagt, da waren die Gräser, die waren schon in der Blüte eben. Ne? Das ist schon ein bisschen überständig, aber so nicht so schlimm. Ja, eine Wiese hab ich jetzt noch, dann ist Mittag. Und dann müssen wir gucken, denke ich, dann mal wahrscheinlich noch mal weiter Stoppelsturz, aber das sehen wir dann, wie es dann weitergeht. Aber zumindest erstmal wieder hochgewendet, dass das erstmal wieder lüften kann, dass das weiter trocknet.
So im Großen und Ganzen wäre es wahrscheinlich morgen geworden, wenn es nicht die Nacht den Rüst gemacht hätte. Da ist ein bisschen was Grünes, kommt auch raus. Es sieht immer schon nicht mehr so schön aus. Nur. Aber naja, so ist es. Schauen wir mal. Heute ist Mittwoch, vielleicht Freitag, Samstag. Mal gucken, weiß schon noch nicht. Schauen wir mal. So, jetzt tun wir wie gesagt Doppelsturz machen. Hatte ich ja gesagt. Ich habe schon ganz ein bisschen was gemacht. Da war das hier nochmal nebenan dort Kartoffelkraut weiter abholen und das Unkraut. Und ich brauche einfach einen Doppelsturz hier auf der Kritikale, was Herbst wird. Ja, sieht soweit gut aus. Das ist aber, also man merkt, es ist ganz schön harte. Das ist hier. Doch, das ist das Zugeschwemmte durch das viele Wasser, das ist Wasserharte eben. Oh, also es geht gut trotzdem, war keine Frage, kein Vergleich zu den anderen Jahren, aber du merkst eben, dass der Boden relativ feste ist. Du merkst schon am Zug vom Traktor eben, dass das ganz schön, also der zieht das trotzdem locker, aber ich merk's halt, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ausfallgetreide ist auch schon ganz gut aufgelaufen, stellenweise. Doch das wird jetzt nochmal was Richtigkeiten, nochmal ein bisschen mit Erde bedeckt, dass wir das hier noch ein bisschen halbwegs zum Keimen, bringen bis nächste Woche, dass das dann eingearbeitet wird. Über den bin ich fast dran schon, vorne ist noch mehr. Genau, jetzt halten wir mal an. Timer, wartet mal. Gut. Gucken wir mal was an. Die Lenkung wurde unterbrochen. So, den machen wir mal um. So, der muss immer nächste Woche hier auf das Feld, da misst du. So. Seit Jahren schon hier so ein scheiß Loch, hätte ich gleich gesagt. Habe ich schon, das ist schon 3-4 Jahre, ist das bestimmt schon. Fütelt immer wieder neu auf. Jetzt ist hier noch ein Loch geworden. Ist wahrscheinlich zusammengestürzt, wie es aussieht. Traut ihr euch schon reinzugucken? Bestimmt, hä? Ich passe ja dort nicht rein, aber ich halte euch mal rein, wartet mal. Und Leute, da was gesehen, ist was drin. Weiß ich nicht. Ich habe das jedes Mal immer ziehe das wieder zu mit dem Kopf, aber das Vieh ist hartnäckig. Ich weiß nicht, ob das ein Dachs oder was ist, was da drin rumwühlt. Keine Ahnung. Also, sieht's aus hier. Das ist eben wie bei den Kartoffeln, oh, diese harten Klumpen. Also wenn das fällt ja noch gut auseinander. Ja, das geht. Sieht ganz gut aus. Aber die klebt eben ganz schön zusammen, die ist schon die Erde, durch das viele Wasser nun. Aber das krümelt ja gut noch. Das sieht noch gut aus. So, ich mach weiter. Ain't nobody perfect.
Donnerstag, der 12. August. Heute weiter nur mit Dreschen. Probieren wir jetzt. Wir hatten vor einer Stunde war es ungefähr 14,6 Anprobe gemacht in der Sommergerste. Da haben wir nur gesagt, es geht jetzt los. Im Case-Drescher, wie gesagt, haben sie ja hier gelassen, gleich zum Glück, dass die dann bei uns weitermachen, wenn das Wetter ist. Wir hatten, weil ich erzähle mit dem Regen, ne? Ja. So, gestern war ich grubbern, habe abends noch das kleine Weizenstück gegrubbert auf der anderen Straßenseite. Das habe ich gestern noch gemacht, das fertig war. Heute Vormittag war erst wieder Wenden gewesen. Das kommt noch mal durchwenden. Der Vater ist jetzt dort da weiter hin, das Tritikale Stroh noch mal durchwenden. Und da war wir auch schon 105er mit dem Kuhnwender, aber da hat es jetzt ein Kreisel abgefallen. Da ist der Bolzen gebrochen, wo der Kreisel drauf steckt. Ist eben, irgendwas ist immer. Aber so ist das eben. Und so jetzt erstmal mit dem mit dem Deutschwender, mit dem 410er erstmal noch das Pferd spät wenden, und der macht dann hier, kommt zum Dreschen noch dazu. Und wir versuchen jetzt mal die Tritikale nicht zu nehmen, die Sommergerste. Dass wir die Sommergerste halt mal hier noch. Also Plan ist ja eigentlich die Sommergerste. Die Tritikale, die wird in höchster Zeit, und bei uns daheim, dann ist ja noch der knappe Hektar Sommergerste. Dann sind wir erstmal ran mit Dreschen, die ja auch, der braucht noch ein paar Tage. Aber dass wir erstmal das hier heute, wenn es läuft, müsste das eigentlich schon zu schaffen sein. Dass wir morgen Krummt ernten können, theoretisch. Bis auf ein paar Schattenränder müsste das Krummt werden. Ja, so sieht's aus. Mir fiel jetzt bloß ein, Drohne wollte ich eigentlich, hätte ich mal heute gleich mit aufnehmen können, hätte ich jetzt die Zeit gehabt, bis der erste Zug voll ist. Aber da mir gestern Drohne geflogen sind, ich gestern Abend das Ding nicht mehr angesteckt habe und heute vor uns mir das einfiel, hätte das nicht mehr geladen in der Zeit. Und da, echt, kann ich leider sozusagen keine Drohne für euch machen. Hat er verrasselt. Naja, aber wie gesagt, es ist erstmal, ich war jetzt erstmal mit, die Runde, dass wir erstmal anschneiden, immer ringsherum. Und ich melde mich dann nochmal. Ich melde mich gleich nochmal. Ich wollte euch mal hier den Stand zeigen. Ja, das auch, die Vorgassen sind noch nicht ganz, aber da kannst du noch nie warten. Es ist nicht in die Binnenbordare, es ist jetzt auf einmal hier Grino durchgekommen. Die Unkräser wieder hier. Da muss ich sagen, da war es ja gut, dass wir gespritzt haben gegen das Weidelgras, was noch vor Frucht noch gekommen war. Sonst hält das hier. Oh. Sonst wäre das auch schon wieder grüne, die Fläche, aber das wird nur Zeit, wie gesagt, auf die Vorgassen kannst du nicht mehr warten. Das ist so, der Rest ist soweit, das kommt jetzt runter. So, wenn du die Vorgassen wartest, das dauert mindestens eine anderthalb Woche, ehe die soweit sind, das geht nicht. Ist nicht drin, die ist schon. Da du nicht weißt, wie es Wetter weiter gemeint ist, soll zwar erstmal, aber die reden scheinbar schon wieder von Hitzegewittern. Und wie gesagt, momentan ist also die Lage, dass gerne mal unverhofft hier mal schnell der Gewitter auftaucht. Ich muss jetzt runter, das Zeug ist so. Ich dachte, du hast hier das Denken ran, schon runterzubrechen. Ertragsmäßig erwarte ich mir auch nicht viel, muss ich sagen. Also ich schätze mal, wenn wir irgendwo bei 4 Tonnen landen, wenn ich die Ahrengröße sehe, mehr wird es nicht. Wir gucken dann mal.
wegschaffen. Wein gehabt. Ist Braugarsche geworden. Eiweiß war eigentlich so hoch, 12,5. 11,5 ist glaube ich die Grenze, habe ich so schon gehabt. Ich würde behaupten, ja, wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren, wenn ich was falsch erzählt habe. Und ja, wie gesagt, Feuchte war 14,2, also trocken, gut. Und was war noch? Vollkornanteil war 93, das zählt ja auch beim bei der Braugerste. Aber so gut, schön, super. Es kommt nicht zusammen an Gewicht. Ja, ich gucke gerade, der ist fertig mit der Sommergerste. Der tut jetzt dort das radikale Stück in der Dreschen. Dort messe ich auch mit der Feuchte nicht mehr ab, schon im Vordergrund. Das muss runter jetzt. Das ist so grüne, wie gesagt, runter heute, fertig. Und dann daheim die, also das kleine Stück bei uns daheim gegenüber, noch die Sommergerste. Und das müsste eigentlich heute schaffen. Jetzt ist es 4:45. Dort, da wird gleich eine Stunde rumstochen, eine Knappe auf dem Stück, das geht beschissen. Und dort 6, 7, ja, das schafft er. So, und ich klinke mich jetzt aus an der Stelle. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit zum Ausklinken, aber Kumpel da hat heute Bilderabend. Und aber wie gesagt, wir sind so gut dran in der Fahrt, das schafft er. Mit die Hänger zu wegfahren. Da, ich, wie gesagt, ich mache mir jetzt drinnen. Dort ist nichts mehr geworden. Vielleicht ein bisschen, das hätte die Hänger dann schon rüber geschafft und das andere Sommergerstenstück. Und wie gesagt, zwei Hänger sind jetzt noch da geblieben als Vorderhörner. Genau, die Tridikale, das geht noch weg, das wird der Hänger ungefähr. Ja, genau so sieht es aus, Leute. Dann ein alter frische Morgen weiter. Freitag, der 13. August. Freitag, der 13. Naja, mal sehen. Ich glaube zwar nicht dran, aber. Da war gestern schon der Freitag, der 13. Wettern. Da ist jetzt gerade noch der Sommergerste hier, das letzte bisschen. Gestern Abend die Runde gedroschen hier, dann da er wieder Drescher zusacken und da haben sie dann wieder geguckt und weil die Keilriemen vom Körner Elevator, diese Sachen, der Elevator, der die Körner hoch in den Bunker schafft, waren wieder abgebrannt oder zerrungs, was weiß ich, keine Ahnung. Und da haben sie festgestellt, dass das Winkelgetriebe davon irgendwie kaputt ist und das haben sie jetzt gerichtet oder gemacht, keine Ahnung, kann ich dir auch nicht sagen. Also zumindest haben sie irgendwie repariert. Und der läuft jetzt wieder, jetzt kann der heute Vormittag das noch fertig streichen hier, dass das fertig wird. Genau, wie gesagt, ich war ja gestern fort, aber wie gesagt, die waren auf der Tridikale ja dann schon, dann sind die hierher und dann war Schluss. Den Einhänger Tridikale hat der Vorder noch fortgeschafft. Das bisschen Sommergerste, was von drüben noch war, das ist auf dem vorderen Hänger jetzt. Wir haben ja zwei Hänger noch für uns gemacht, zum Futter behalten von der Sommergerste. Und jetzt geht es erstmal hier weiter. Ich will jetzt eigentlich schon Stroh pressen. Es ist jetzt kurz nach 11, aber das braucht noch eine Stunde, anderthalb, bis das noch ein bisschen der Vorder schwaltet. Jetzt die Tridikale, jetzt schon die Tridikale pressen kann. Die Sommergerste lassen wir im Schwaden liegen. Gehe ich vielleicht zum Abend zu heute noch rein. Wir müssen ja zwischendurch das Krumm auch noch machen heute. Ja, mal schauen, wir gucken mal, wie es jetzt aussieht. Wie gesagt, der macht jetzt erstmal hier die Sache. Ich fahre noch mit dem Kopf und dem Schwarzen, die ziehen ja dann weiter, die sind dann bei uns erstmal durch. Sagt dann bei uns der Hafer noch, aber der wird erst nächste Woche frühestens. Ja, sagt heute früh, waren wir erst noch beim Bilderabend Zeug bereuen. Sagt, das war alles soweit gut gelaufen, hat auch geklappt mit dem dreischen Pferdschwören, aber ja, schauen wir mal. Machen wir so, ich melde mich dann beim Pressen wieder. So Leute, Strohpressen läuft soweit. Jetzt ist gleich um 2:30 habe ich angefangen. Ich höre aber gleich im Stroh erstmal auf, weil ich dann ins Grund gehe. Ist schon gut geworden. Wir sind jetzt bei 7-6 Schrollen hier. Ja, was wären es? 8 Schrollen vielleicht von die 6 Hektar Tridikale. Ist nicht so üppig, aber wie gesagt, das ist sehr toll, das Stroh so kennt noch, da kann man vielleicht das ganz schön bröckeln. Nur dadurch, dass es ja nur so schön recht überständig war. Und da wir das ja nur gewendet haben und jetzt nochmal geschwadet und ja, ist das halt nicht ganz so ideal. Aber wir haben es erst wieder was gepresst. So, dann machen wir hinten einen Haufendeckel. Aber wie gesagt, ich mache jetzt noch immer. Ja, genau. Immer hin, immer zurück und dann geht es erstmal ins Grund, dass wir pressen ein bisschen über Schattenränder, die werden näher, aber
Die melden heute Abend wieder eventuell nur Regen, Gewitter, wie es hinkommt. Also ich versuche jetzt erstmal, das kommt jetzt vorrangig dann zu machen. Ich denke, das aushält. Also die Tritikale bringe ich auf alle Fälle fertig. Gehe ich stark davon aus. Da hinten die Tritikale liegt noch, dass der so schlimm durchgewachsen wurde, der Hektar. Das hat er vor der Uhr gewendet und geschwadet. Also hat er das außenrum gewendet, das was schon mal die Runde eher getroschen war. Und dann hat er das andere noch umgeschwadet, dass das auch abzieht. Und dann, wenn das halt noch dann noch Luft ist und nicht regnet, will ich hier noch in die Sommergaste gehen. Aber da müssen wir auch noch mal gucken, wie gesagt, die waren die Haufen auch noch ein bisschen feuchte. Stellenweise, da schauen wir mal. Aber ich mache jetzt erstmal, wie gesagt, nochmal zurück und dann geht es erstmal ins Kump. Ich melde mich im Kump da nochmal. Beim Kumppressen, wie gesagt, sind wir wieder bei ordentlichen Schwaden im Kump. Das haben wir die letzten Jahre gar nicht gehabt, aber ist schon was gut. Ja, habe ich euch schon ganz gut gepresst. Wir sind jetzt bei 27 Ballen. 5 habe ich schon vorne schon gemacht auf der kleineren Ecke. Also sind es hier 22 Ballen. Also die sind jetzt dann noch, wenn er, ist gerade gar nicht, 6 oder 7 Stellen sind dann noch zu pressen. Aber es läuft erstmal soweit. So, sieht gut aus, weil es nicht passt. Kommen, schöne Ballen. Alles schön und schick, so wie es sein soll. Wetter passt. Ist ja immer nicht. Selbstverständlich die ist schon. Ja, ich knall erstmal die Ballen weiter zusammen. Dann schauen wir mal. Fertig mit Grundpressen. Erledigt für dich schon. Wieder was erledigt. Haken dahinter. Ist das abends um 6 Uhr jetzt. Ich bin jetzt bei 104 Ballen gelandet. Einen halben habe ich jetzt drin. Den nehme ich gleich mit dem und haue ich da eben hin. Und dann geht es ins Stroh weiter. Oh, das geht keiner. Es hat hier wohl nicht ganz so viel, aber ist okay. Aber wie gesagt, schönes Grund, wie gesagt, der Schatten irgendwie liegen geblieben. Mal sehen, ob es nur regnet oder nicht. Vielleicht werden die um morgen. Weiß ich schon noch nicht, mal gucken. Aber zumindest der größte Teil ist weg. Wenn das wirklich nicht wird, dann geht die Welt unter. Dann muss es einwachsen. Da müssen meistens nur unter dem Schatten. Bäume sind sowieso nicht ganz so viel gewesen. Genau. Also, ich ziehe jetzt erstmal weiter in Stroh. Ich melde mich dann dort nochmal. So Leute, Tritikale habe ich komplett fertig, das kleine Stück mit, 123 Ballen sind das geworden. Jetzt bin ich auf der Sommergaste, aber hier wird nicht viel werden. Ich bin jetzt bei 18 Ballen. Kannst du fahren wie so Scherenschleife, hätte ich gleich gesagt. 12,5 km/h fahren wir jetzt beim Pressen, weil nicht da liegt. Könntest du bald noch schneller fahren, aber der ist jetzt den vierten Gang dann fahren, das mit dem Anfahren immer ein bisschen scheiße. Ja, so, geht schon im dritten so jetzt. Schweiner wüst wie Sau. Aber lange, lange wird es nicht mehr gehen. Du merkst, also das zieht an jetzt. Das ist um 8 jetzt. Ich fette mal 8:30 spätestens Schluss. Ich werde es nicht ganz schaffen. Ich wollte es gerne noch schaffen, aber das werde ich nicht schaffen, weil der Tau jetzt kommt. Wie gesagt, im August, das ist dann, selbst es war halt wirklich warm, es war lange warm, aber das ist dann abends die Sonne, die geht nur runter. Dort hinten, die zieht nur zu und dann. Dann hast du schon gesehen, hier vorne stand ja schon so der Dreck über dem Feld, das zieht nicht mehr ab. Ich habe jetzt gerade noch ein Netz gewechselt, da habe ich mich besonders drüber gefreut, dass ich das noch machen durfte heute. Und also deswegen ist es schon wieder ein bisschen abgezogen. Aber so im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen läuft's. Genau. Oh, das ist auch eine ganz schöne Treckerei. Bevor es dann das nächste Mal pressen weitergeht, muss erstmal alles sauber gemacht werden und alles abgeblasen und abgeschmiert muss auch wieder werden. Die Presse, die ist wieder ran. Jetzt sind wir heute bei 250 Ballen fast. Sind wir heute, was wir heute geknallt haben. Ist schon ein bisschen was geworden. So, ich hätte es gerne mal geschafft, aber mir fällt heute die Stunde von heute Vormittag fällt mir. Ich wollte ja gesagt um 11 Uhr anfangen, aber. Da war es noch zu feucht, weil der Tau war wieder ganz schön alt. Nicht ganz so schlimm wie gestern, aber es war eben auch wieder Tau. Ja, ist dann eben so. Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. Kommt ja nur darauf an, ob es regnet oder nicht regnet. Ich sag, die melden ja eventuell, dass es noch regnen soll. Also
kann es brauchen eventuell. Momentan sieht es nicht so aus, aber wir sollten immer, kann ich noch was bilden und nachholen, wenn wir was kommen. So, da bräuchte man das nämlich in die Wände vor, das ist ja die Vorgewände heute der hier zusammengeschwadet nochmal wegen zum Abziehen. Aber ja. Ich mache erstmal noch weiter, ich melde mich dann, wenn es aufhört. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht, wahrscheinlich schlecht. Also ich bin jetzt gerade heim, ich habe das noch fertig gebracht. Ich habe jetzt immer hin und immer her sozusagen gemacht und habe dann immer angefasst Stroh, ob es wirklich geht, nicht, dass wir das zusammenknallen jetzt, das geht nicht, aber es geht. Ich habe das jetzt zusammengeknallt und es sind jetzt von die, wir gehen gleich mal an den Ziegenstall, weil ich sicher noch mal Futter ranmachen muss, da ist ein bisschen Licht, das war der Licht, da, wie da, ich mache noch mal Futter ran jetzt und da waren von den 6,5 Hektar waren jetzt 44 Rollen geworden, ist nix, hätte mindestens das Doppelte eigentlich kommen müssen, no. Ist halt so, wie gesagt, war ja vorher zu erwarten. Ich habe mit 50 Ballen ungefähr gerechnet. Da war ich gar nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Und genau, also ich streue jetzt erstmal bis auf die drei, also das die zwei letzten Stücken, die aus dem vorletzten Flock sind, die glaube ich. Und jetzt die Sommergasse, die heutige gedroschener ist, die liegen jetzt noch die drei Stücken. Das sind also 3 Hektar im Ganzen, nicht ganz knapp 3 Hektar. Das waren HD-Ballen noch. Und was? Genau, also sind wir ziemlich ran. Mal sehen, wenn es nicht regnet, macht er heute Morgen HD-Ballen dort noch. Ich bin morgen raus aus der Sache. Morgen ist, wie gesagt, dann Hochzeit, demzufolge wäre Bilderabend. Und deswegen bin ich morgen neben Einsatz. Vielleicht morgen Vormittag werde ich noch die Presse sauber machen und Traktor, denke ich. Aber den brauche ich euch nicht zeigen. Habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Ich glaube, wir haben das nicht diesen Tag erst gemacht schon. Ich weiß, ich glaube, ich glaube es noch. Hm. Und deswegen, das soll es für die Woche gewesen sein dann. Das Einzige, was ich nicht weiß, aber das habt ihr dann schon gekriegt, wann das Video hochgeladen wird, weil ich habe noch nicht geschnitten, das habe ich nicht geschafft. Heute Abend wird es noch nicht mehr, jetzt ist es schon um 9 Uhr. Mache ich heute auch nicht mehr und dann morgen wird es auch nicht. Also wird es wahrscheinlich erst Sonntag mitschneiden und dann entweder Sonntagabend oder Montag. Kommt drauf an, wenn Sonntag schönes Wetter ist, mache ich das noch durch Straßen was, dann wird es erst Sonntagabend, mal sehen. Muss ich mal gucken, aber in diesem Sinne, Leute. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.